Mein Name ist Wolfgang Thum, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und ich bin der Kecht Richard, auch Forstwirtschaftsmeister, ein Kollege von Wolfgang. Und wir zeigen euch heute, wie man mit der Königsbrunner Anschlagtechnik das Seil mit wenig Aufwand auf ungefähr 5 bis 6 Meter Höhe bringt. Dazu haben wir eine Teleskopstange da, die wäre jetzt 5,50 Meter lang, wenn man es ganz auszieht. Und ein Kunststoffseil, das ist 12 Meter lang, das passt genau zum Gestänge. Und dann haben wir noch zwei Schäkel. Und mit dem Zubehör kann man entweder bei der Laubstarkholzernte Seilwinden unterstützt die Fällung betreiben. Oder wie in dem Fall, da haben wir einen dürren Baum neben uns und der ist schon ein bisschen gefährlich, dass er von selbst vielleicht umfällt. Das heißt, beim Keilen oder so könnte das recht kritisch werden. Da hängen wir das Seil an, dann machen wir unten einen Schnitt und dann gehen wir weit genug weg und ziehen den mit der Seilwinden um. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Also der Wolfi legt jetzt das Seil seitlich neben dem Baum hin und tut mir die Mitten her. Und ich ziehe meine Stange aus. Und das Verfahren, was wir jetzt machen, das funktioniert, wenn der Baum die ersten 6 Meter keine Äste hat. Und durch das, dass das Seil so wenig Eigengewicht hat, kann man das recht schön aufheben. Also das geht ziemlich leicht auf. Und wenn ich dann auf der gewünschten Höhe bin, dann schaue ich, dass ich da oben die zwei Dornen ein bisschen ins Holz reinbringe. Das geht natürlich mit der Rinden besser wie in dem Fall. Und der Wolfi schmeißt jetzt links und rechts um mich. Und dann muss er noch schauen, dass er eventuell Hindernisse ausfädelt. Genau, jetzt ist es schöner. Und da gibt es zwei Varianten, wie man jetzt die Schlaufen zuziehen kann. Entweder mit der Hand oder halt mit der Seilwinden. Die Hand hat einen Vorteil, man kann das ein bisschen gefühlvoller machen. Man kann halt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer anziehen. Und jetzt zum Schluss hat er es ein wenig mit Schwung gemacht. Und schon ist das Seil um. Wichtig ist bloß, dass man die Schlaufen immer in die Richtung gleich zusammenzieht, wie später auch der Zug ist vom Seil. Weil oben der Winkel, wie das Seil durch den Schäkel durchläuft, der sollte möglichst flach sein. Also das Seil sollte keinen starken Knick machen. Das ist jetzt optimal. Jetzt müssen wir es bloß noch mit dem Schlepper verbinden oder mit der Schlepperseilwinden. Und dann können wir mit dem Schneiden anfangen. Bevor ich jetzt zum Schneiden anfange, müssen wir noch das Seil vorspannen. Also der Wolfi zieht jetzt ein kleines bisschen an. Und da ist wichtig, dass derjenige, der die Winden bedient, aber auf den, der Motorsägenführer ist, hört. Weil wenn der auf einmal von selber das Ziehen anfängt, dann ist das eine gefährliche Situation. Und damit das nicht passiert, gebe ich das Kommando. Der Wolfi macht das, was ich sage. Und jetzt ziehst du mal ein bisschen an, bis ich Stopp sage. Gut. Das ist jetzt ganz wenig, also es ist eigentlich überhaupt keine Spannung vom Seil. Es ist jetzt bloß einmal das Lockere ein bisschen weg, weil der Baum steht gerade und der größte Fehler, der oft gemacht wird, ist der, dass man zu stark auf Spannung geht. Dann kann es passieren, dass durch die Spannung von dem Seil der Baum schon zu früh kippt und dann ist wieder die Gefahr von herabfallenden Ästen und ich stehe halt noch direkt dort. Deswegen spannen wir nicht so fest vor. Ich kann komplett fertig schneiden, dann gehe ich in den sicheren Bereich. Und der Wolfi natürlich auch. Und dann zieht er ja staunend, der Baum fällt um. Gut. Und das ist halt jetzt ein bisschen eine Besonderheit, was ich da geschnitten habe. Das ist jetzt keine normale Fälltechnik,
sondern das nimmt man immer in Verbindung mit dem Seil her. Da ist der Fellschnitt, der normale. Da dahinter ist so ein Halteband. Und das Halteband, das ist jetzt höhenversetzt durchtrennt. Das heißt, da ist noch eine Verbindung vom Holz. Die hält den Baum noch in seiner Position. Er bewegt sich nicht. Durch das ist das auch nicht gefährlich. Es fallen mir keine Äste drauf. Jetzt geht der Wolfi und ich da hinten. Und erst wenn der Wolfi anzieht mit dem Seil, dann kommt da ein wenig Spannung in den Baum. Dann spaltet sich das Holz da runter und dann kippt er um. Obacht! Gut, ich denke mal, man kann jetzt an dem Stock recht schön erkennen, wie das Prinzip ist von dem Schnitt. Also der Fallkerb und die Bruchleisten ist ganz normal. Dann kommt ein gestochener Fellschnitt und im Anschluss kommt das durchdrehende Höhenversetzt. Also ich habe da den Höhenversatz und da ist das, die Fläche, die werde erst mit dem Anziehen gespalten. Und das ist halt der große Vorteil von der Schnittvariante, wenn ich das jetzt so also mache, wie wir es gerade praktiziert haben. Dann habe ich in der Krone zweimal eine Bewegung. Das erste Mal beim Vorspannen vom Seil und da habe ich die Möglichkeit, dass ich weggehe. Und das zweite Mal, wenn ich dann den Baum umziehe. Und beim Umziehen, da sollte man vorher natürlich sowieso weggegangen sein. Sprich, immer wenn Bewegung in der Krone drin ist, muss ich nicht da unten stehen und eigentlich bin ich nie gefährdet. Das war jetzt eine Variante von der Königsbrunner Anschlagtechnik und zwar bei einem Stamm, der keine Äste hat. Und es gibt aber auch noch andere Bäume, ganz klar, die haben die Äste weiter oben. Und wie man mit denen umgeht, das zeigen wir euch jetzt davor. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen eine andere Situation wie da vorne. Da haben wir wieder so einen Dürrenbaum. Der hat selber Äste, die sind allerdings schon relativ weit oben. Die konnte ich jetzt noch unberücksichtigt lassen. Aber auch die Äste von der Fichten da, die gehen den Weg. Da funktioniert jetzt das Prinzip von vorher nicht ganz so gut. Und deswegen gibt es da noch eine andere Variante. Und da dazu nehme ich diesmal nicht die Seilmitte, sondern ich nehme das Seilende und da habe ich schon einen Schäkel mit eingehängt. Und jetzt tue ich mir den Schäkel mit dem Seilende da vorne an die zwei Spitzen hinhängen. Jetzt hängt auf einer Seite das Ende runter und auf der anderen Seite das lange Seil. Und ich nütze jetzt in dem Fall das Gefälle aus und schiebe da mal die Stange auseinander. Genau, und jetzt lege ich den Schäkel da oben über den Ast drüber. Das ist ein bisschen anstrengender wie vorher. Aber wenn man das gerecht eingehängt hat, dann kann man relativ kontrolliert auch ausfädeln. Jetzt hängt er schon um und jetzt ziehe ich ihn auf der anderen Seite vom Ast wieder runter. Genau. Und jetzt fädel ich halt um den Baum rundum. Gut, jetzt schnappe ich mir das zweite Ende. Und dann muss ich bloß noch da ein bisschen ausfädeln und rundum fahren. So. Und da habe ich vorher nicht dazu gesagt, dass das auch noch wichtig ist, warum man den Scheck gleich hängt. Der gehört da so rein. Also der Bolzen vom Schäkel sollte im Auge vom Seil sein, weil wenn ich die Schlaufen jetzt zuziehe, dann kann es passieren, wenn ich den falsch rum drin habe, dass man den auftrat. Aber so schleift es bloß da am Ende, da kann nichts sein und jetzt ziehe ich die Schlaufen zusammen. Wunderbar, jetzt haben wir das Seil wieder um. Also im Prinzip ist es jetzt fast das gleiche wie vorher, bloß dass er halt über den Ast hängt. Aber wir haben jetzt fertig zum Anziehen und jetzt machen wir es genauso wie vorher. Also jetzt wird halt der Bullock in seine richtige Position gebracht, dann wird das Seil verbunden, leicht vorgespannt und dann macht man unten wieder die gleiche Schnittfolge wie beim anderen Baum auch, weil in dem Fall ist es fast noch wichtiger wie davor. Da muss jetzt auch noch an einem Hindernis vorbei, das dürre Bäume, und da ist die Gefahr halt noch größer, dass von was runterbricht. Also da ist wirklich wichtig, fertig schneiden, weit genug weggehen. Und wenn ihr das immer so betreibt, dann kommt ihr auch gesund heim.